kann leider nicht erklären, wo diese Knackser herkommen. Ich sehe das hier im Ausschlag. Und habe eben in der Testaufnahme das auch schon mal irgendwie mitbekommen. Tut mir leid, ich weiß gerade nicht, woher das kommt. Ich hoffe, man kann es ignorieren. Und grüße alle, die dabei sind, auf eine neue Runde Chill mit mir. Für die, die es noch nicht kennen, es war früher ein Format auf diesem Kanal und auf anderen meiner Kanäle. Und das Prinzip war eigentlich immer, ich rauche mir jetzt ein Stündchen lang, mal mehr, mal weniger, ein Tütchen mit euch. Und gerade war es aber tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ich habe schon angefangen, mir eins zu bauen. Und dann habe ich mir gedacht, brauchst du gerade gar nicht. Kannst auch so chillen. Also herzlich willkommen, wie immer, natürlich auch die, die zum Chillen kein Tütchen brauchen. Aber halt eben alle anderen herzlich eingeladen, alles zu tun, damit sie mit mir chillen können, wenn sie das möchten. Ja, und dann ging es immer darum, dass ich einfach meinen Kopf aufmache und meinen Bauch sprechen lasse und durch meinen Mund dann halt eben einfach mal zum Ausdruck bringe, was in meinem Kopf gerade so passiert. Das hat für mich auch, wie eigentlich all meine Videos, einen gewissen Tagebuchcharakter. Bis auf eben, dass man Tagebücher eigentlich für sich selbst behält. Und oder deren Inhalte. Aber dann bekommt man halt eben auch kein Feedback. Und das ist, war es mir halt eben wert, es eben doch zu tun. Ja, und wer neu dabei ist und meine Gedanken noch nicht so wirklich kennt, der kann in über 800, ach, ich habe keine Ahnung, wie viele Videos auf meinem Kanal sind. Vielleicht sind es inzwischen 900, ich habe keine Ahnung. Da findet sich einfach so die gesamte geistige Entwicklung, die mich an diesen Punkt geführt hat, an dem ich jetzt sitze. Und das ist garantiert auch nicht der, an dem ich geistig sitzen bleiben werde. Aber all diese Videos sind halt eben Momentaufnahmen dieser geistigen Entwicklung in die Richtung, in die es mich geführt hat. Ja, und da sind wir eigentlich schon auch wieder beim für mich im Moment sehr interessantesten Thema der Welt. Nämlich, wie kann ich möglichst effektiv meinen Verstand verlieren, womit ich nicht mein Denkvermögen meine, sondern das tatsächlich sehr gesteuerte und implizierte Denkvermögen, respektive die Denkweisen, die es ausmachen. Und ja, ich habe halt letzten Freitag, heute ist Donnerstag, ist also fast eine Woche her, einen Tag gehabt, der für mich sehr, sehr interessant war, weil er allerhand Überraschungen bereithielt. Und das Ganze war halt eben mit einem intensiven Gefühl verbunden von
Boah, ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr auf diese Welt, zu der ich mich so eigentlich wirklich noch nie dazu gefühlt habe. Ich habe so lange versucht, mich in Einklang mit diesem System zu bekommen, dass ich da halt wirklich drüber in der Klapse gelandet bin. Das ist halt 17 Jahre her jetzt, und seitdem ich gewisse Dinge anders mache, geht es mir um einiges besser. Ja, ich habe auch immer noch meine Päckchen zu tragen, und das wird wohl auch nie aufhören. Aber die Art, diese Päckchen zu tragen, ändert sich mit der Zeit. Man wird ruhiger, man wächst, man wird stärker und man gerät nicht mehr so leicht in Panik, weil man einfach schon zu viel erlebt hat, vor dem man Panik hatte, wo sich dann rausgestellt hat, dass das völlig unnötig war. Man merkt aus Erfahrung, die man dann einfach irgendwann hat, wie stark man offensichtlich ist, wenn man es bis hier geschafft hat, bei all dem ganzen Scheiß, den man im Leben erlebt hat. Und immer noch hier ist. Und dann ist das halt eben so, ne, ja, ich bin jetzt 47. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich mit 45 ein klein wenig ins Wanken kam, weil ich mir dachte, boah, scheiße, ey, noch 5 Jahre und du bist 50. Ja, mittlerweile, und das auch mit dem Aspekt allen Ernstes des Alters im Rahmen einer linear ablaufenden Zeit, von der ich weiß, dass sie nur eine Illusion ist. Wie eben so vieles andere. Illusion ist, die wir nur für real halten, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass das so ist. Wie zum Beispiel, dass jetzt gerade 2021 ist, was definitiv nicht überall auf der Welt so ist. Das gibt Kulturen, die leben in einer völlig anderen Jahreszahl. Einfach nur eine Zeitrechnung, es ist etwas Installiertes, das ist kein Naturgesetz oder sowas. Offensichtlich nicht, sonst müsste es ja für alle gleich gelten. Also wir sind hier und jetzt und nicht in 2021, was auch immer für ein Tag heute ist. Ach ja, ich habe es gerade eben gesagt, weil es mir heute auf dem Schirm war. Wir haben Donnerstag. Die letzten 3 Tage hatte ich echt keine Ahnung, welcher Tag ist. Es war heute halt eben nur relevant, weil heute eigentlich Mülltag ist und wir eigentlich heute Müll wegbringen wollten und sich auch das gerade kurzfristig wieder anders ergeben hat und wir deswegen halt am Samstag den Müll wegbringen. Ich merke, wie gut es mir tut, gerade mal nichts zu müssen, mich auf mich besinnen zu können, gerade einfach mal ja, wieder zu mir zu kommen. Meine letzte Zeit, meine letzten Monate, die waren so unrastig. Mag eventuell daran gelegen haben, dass ich in einem T4 gelebt habe, als Hauptwohnsitz, der keine Stehhöhe hatte und den kurzen Radstand. Also, es war einfach ein bisschen eng. Und ich war von daher, konnte ich darin nicht ganz wohnen, weil ich da noch nicht mal ein Badezimmer drin hatte. Ich habe ein Klo reingebaut, aber das war eher für Notfall. Folglich bin ich vom einen zum anderen gereist, habe immer im Auto geschlafen, hatte mein eigenes Bett dabei und wollte das auch überhaupt nicht anders.
Aber einfach mal eine Woche mich irgendwo hinstellen und den Rest der Welt vergessen, wie ich das vorher konnte in meiner Serenity, die halt eine richtige, die Zwei-Zimmer-Küche, die Lebat war. Das konnte ich nicht. Und so habe ich halt eben einfach über die ganze Zeit keine Ruhe gefunden. Ja, und das fällt dann schon auf. Aber dir fällt nicht unbedingt auf, warum. Da musst du zu vielen Sachen, wie immer, halt eben einfach mal den nötigen Abstand gewinnen. Und das ist das, was dir so schwer fällt, wenn du jeden Tag versuchst, dich auf dem Laufenden zu halten. Also mir. Ich rede gerade auch vor allen Dingen mit mir. Mir tut das so gut, einfach mal jetzt dann entsprechend 7 Tage schon kein einziges Gesicht von einem Politiker gesehen zu haben. Und auch nichts darüber, was die diese Woche von sich gegeben haben. Es ist so eine Bereicherung, es nicht zu wissen. Für mich. Jetzt, wo ich den Unterschied kenne, ist mir das erst recht bewusst. Also weil ich den Unterschied halt eben ganz bewusst beobachten kann. Weil ich halt eben einen radikalen Cut gemacht habe und gesagt habe, ich gehe aus den Netzwerken raus, weil ich es sonst nicht schaffe, mich vor diesen Einflüssen zu schützen. Ne, damit habe ich niemand anderem raten wollen, geht aus Facebook raus. Ich weiß, dass mitunter andere Leute ihr Facebook völlig anders nutzen. Und nicht nur negativ, sondern auch positiv. Aber die haben das dann auch ein wenig kleiner. Die haben nicht 5000 Freunde. Es ist einfach viel zu viel gewesen. So macht Facebook keinen Spaß. Und ja, die Überlegung war natürlich da, ey, mach doch einfach ein neues Konto und mach nur deine paar hundert Leute. Aber warum? Mit den wichtigen, die ich dann da auf dem Profil gerne hätte, bin ich sowieso connected über andere Kanäle. Ich will es einfach nicht mehr. Ich hab so lange über Facebook geflucht und jetzt brauche ich nicht mehr über Facebook fluchen, weil ich es aus meinem Leben einfach sehr erfolgreich subtrahiert habe. Ne, und ich habe schon wieder so Sachen dann halt im WhatsApp geschickt bekommen. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange. Ja, für immer. Das, ne, ich mach das ja nicht so. Das ist bei mir immer dann für immer. Wenn ich es dann einmal durchziehe, dann mache ich es dann auch richtig. Deswegen dauert es bei mir oft so lange, bis ich es dann halt eben mache. Und manchmal dauert es gar nicht lange. Bei gewissen Sachen fällt mir das viel, 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 viel leichter. Das ist mir ja bei Facebook so schwer gefallen, weil es halt auch seine Vorteile hatte. Nur für mich waren die Vorteile am Ende, nachdem ich alles mal durchkalkuliert habe, definitiv geringer als die Nachteile. Das, was ich dafür bekommen habe, hat einfach zu viel gekostet. Auf die Weise, wie ich es gemacht habe. Und da ich jetzt gerade gar keinen Bock habe zu lernen, wie man Facebook richtig an, wie ich für mich, ich habe gar keine Lust, mich, also das ist der Punkt. Dadurch habe ich Zeit für ganz andere Dinge. Während ich mich damit nicht beschäftigen muss, kann ich mit dem mich beschäftigen, was mich wirklich interessiert. Und das ist im Moment vor allem meinen Kopf gerade mal frei zu bekommen, klar zu bekommen. Und so irrsinnig das klingt, aber der beste Weg, den ich da bisher immer rausgefunden habe, meinen Kopf frei zu bekommen, ist ihn so zu verwirren, dass er keinen klaren Gedanken mehr fassen kann.
Zumindest nicht in Bezug auf ein bestimmtes Thema in Form einer Behauptung, die dann für mich als einzige Realität zu greifen wäre. Ja, ich glaube, das ist ganz gut ausgedrückt. Das ist nämlich so der Punkt. Realität ist immer eben relativ. Also vor allen Dingen subjektiv. Jeder nimmt die Wahrheit auf seine eigene Art und Weise wahr. Wer das noch nicht begriffen hat, der lausche bitte Frau Vera F. Birkenbiel. Findet man auf der YouTube University. So einfach Vera F. Birkenbiel eingeben und dann zum Beispiel Viren des Geistes. Interessanter 2-Stunden-Vortrag. Und mit sowas füttere ich jetzt im Moment gerade wieder ganz massiv meinen Kopf. Entweder hier mit so einer Lululululu-Musik, weil die einfach gerade hilft, zur Ruhe zu kommen. Und wo ich jetzt auch jahrelang damit beschäftigt war, Schwingungen zu erhöhen, bin ich gerade mit dem absoluten Gegenteil beschäftigt. Nämlich dieses Schwingung erhöhen, habe ich festgestellt, ist ein Haufen Arbeit. Die Schwingung, ne, das ist das, was all die ganzen Lichtpropheten gerade alle irgendwie, wie soll ich das sagen, bewerben, propagieren. Also ich bin halt eben kein Lichtkrieger. Ich habe auch da mich nie zugezählt. Ich halte nicht viel davon, das Licht über den Schatten zu stellen, weil es ist einfach verkackte Dualität. Punkt. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Deswegen ist es total bescheuert, das eine zu verherrlichen und das andere zu verteufeln. Wie bei allem anderen. So mehr Erklärung brauche ich für mich dann halt auch nicht, um auch da dann wieder völlig offen sein zu können. So, und was mir halt im Moment auch unheimlich hilft dabei, sind Mindblows. Ich habe vor Jahren schon den Wert von Mindblows erkannt für mich. Weiß, was ich davon habe, warum ich jeden Einzelnen feiere, weil er halt eben hilft meinem Kopf, sich neu zu sortieren und immer wieder auf Dinge zu stoßen, wo man sich denkt, Alter, selbst das lässt sich in Frage stellen. Wie geil ist das denn? So, Mindblows, um welche vorzustellen, damit ihr wisst, wovon ich rede, sind zum Beispiel irgendwelche Informationen, die uns dazu verhelfen, Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. So. Diese Informationen können allerdings, wenn man da dumm mit umgeht, dazu führen, dass man eine neue Religion versucht zu schaffen und dann diese Informationen für bare Münze nimmt und halt eben versucht, anderen aufzudrängen. So, und da ist zum Beispiel, sehr gutes Beispiel, die flache Erde als Thema. Das Coole ist, ich kann mir das alles total easy angucken. Mittlerweile. Weil ich halt gelernt habe, diese Dinge explizit zu nutzen. Wie mache ich das? Vor allen Dingen erlaube ich mir, für die Zeit, die ich eine Information, die vollständig gegen oder die außerhalb meines Weltbildes liegt, also die einfach auch erstmal überhaupt gar nicht dazu passt, nicht als Spinnerei abzutun, sondern der Option, die Möglichkeit zu geben, zu existieren. Also die
nein, Entschuldigung, der Information die Möglichkeit zu geben, wahr zu sein. Dass es sein könnte, dass das, was für mich gerade erstmal Spinnerei ist, also meinen Horizont übersteigt, vielleicht mehr beinhaltet, als ich das jetzt auf den ersten Blick sehen kann, also schaue ich erstmal genau hin. Womit haben wir es denn hier zu tun? Und das erste Mal habe ich das quasi gemacht, das war noch gar nicht mal die flache Erde, sondern da ging es um die Hohlerde. In verschiedenen Varianten. Also es gibt nicht nur eine Hohlerde-Theorie, sondern mehrere, die dann auch unterschiedlich erklärt sind. Wohlgemerkt, Theorien heißen auch so, weil sie theoretischer Natur sind, weil sie im Prinzip sich auf keinerlei praktische Erfahrung berufen können. Wie halt eben die Urknalltheorie oder die Evolutionstheorie oder irgendwelche Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas. Es sind ja immer alles nur Theorien. Aber ich habe mir erlaubt, mir die Welt mal anzugucken, wie sie denn aussieht, wenn sie hohl ist. Und zwar zum einen hohl in Form von, dass wir hier auf der Außenseite leben und es eine innere Welt im Globus gibt, zu der es über die Pole oder wie auch immer Zugänge geben soll, über Höhlensysteme, die sich quasi durch diese Erdhülle ziehen, aber immer noch in einem heliozentrischen Weltbild. Sprich, die Erde dreht sich um die Sonne. Helios. Das ist sehr geschickt. Dann gibt es halt eben die, jetzt habe ich den Namen vergessen, ist nicht so schlimm, guckt einfach nach. Ich mal nachgucken. Wo ist es denn hier? Die Kosmologie. Oh Mann, ey. Wie kann man. Ich bin da ständig mit beschäftigt und jetzt fällt mir der Name nicht ein. Also eigentlich bin ich da gar nicht so ständig mit beschäftigt. Es ist einfach. Ich habe das gerade aus genau diesen Gründen, von denen ich gerade rede, einfach öfters mal auf dem Schirm, weil es eben auch hilft. Mann, bin ich blöd? Mach mal kurz den Kopf zu. So, weg. Hier, Zellularkosmologie, so heißt er. Ja, ne? Das ist quasi das theozentrische Weltbild. Steht wieder Gott in der Mitte. Wir. Das ist auch deswegen ein sehr interessantes, weil es sehr, sehr verbunden, ein verbundenes Gefühl. Das heliozentrische Weltbild hat eben ein sehr, sehr abtrennendes Wesen, das sich dann auch auswirkt auf die, die das glauben. Ne? Ist dann logisch, dass die, die das glauben, sich auf jeden Fall als wie noch nicht mal kleine Amöben auf einem Amöbenhaufen, auf der um eine Sonne kreist, die völlig unbedeutend ist, die um eine Teil einer völlig unbedeutenden Galaxie ist, die Teil eines völlig unbedeutenden Galaxienhaufens ist und das alles eigentlich vor allen Dingen zu 99% aus nichts besteht. Da ist keine Naturverbundenheit, keine Gottverbundenheit oder sonst irgendwas mehr da. Und das ist halt eben zum Beispiel bei... Und das ist das, was ich meine. Ich gucke mir dann die Welt an. Und zwar nicht mal eine Stunde oder zwei, sondern ein halbes Jahr oder so. Wie sie denn aus dieser Perspektive aussieht. Und das Coole ist immer, dass du, wenn du dir etwas interessiert und
lang genug anguckst, immer wieder völlig unwiderlegbare Beweise findest, die deine Theorie, deine Sicht, die diese Sichtweise untermauern. Auch das kann man sehr gut nutzen, kann man aber auch sehr gut missbrauchen. Kann man aber vor allen Dingen mit umgehen, ohne zu wissen, was man damit tut. Und dann hilft man dabei, dass andere das gegen einen verwenden können. Und nachdem ich mir dann halt eben ein halbes Jahr angeguckt habe, wie die Welt so aussieht und dann wie die Welt so aussieht und dann wie die Welt so aussieht und dann halt eben auch dahinter kam, kam dann irgendwann 2016 dieser Boom auf mit die Erde ist flach. Einhergehend mit dem üblichen, ihr seid ja alle total doof, die ihr das nicht so seht. Und da hatte ich schon auf genau das auch gar keinen Bock, sondern habe mich gefreut, dass das wieder ein unwiderlegbarer Beweis für eine ganz andere Perspektive war. Nämlich die, wie ich schon lange unterschwellig irgendwie gar nicht anders konnte, als über diese Jahre der Betrachtung, der unterschiedlichsten Betrachtung, ein Ding feststellen konnte, nämlich halt eben, dass all diese Perspektiven beweisbar sind. So beweisbar, dass Leute so überzeugt davon sind, dass sie dafür in Kriege ziehen und töten. Halt eben nämlich, dass die Materie so gar nicht existiert als solche, sondern sich jedem Betrachter exakt genau so gestaltet, wie er es durch seine Sichtweisen vorgibt. Bewusst oder unbewusst spielt dabei keine Rolle. Und ich für mich komme einfach mit dieser Perspektive super geil parat, weil die tatsächlich alles ermöglicht. Meiner Überzeugung nach, aber das ist meine Überzeugung, die braucht niemand zu übernehmen, der das nicht möchte. Aber wer Bock drauf hat, kann es ja mal ausprobieren. Meine Überzeugung ist, dass das alles, was ich hier gerade anfassen, sehen, hören, schmecken, riechen kann, nicht real existiert, sondern im Rahmen einer Simulation und nicht von irgendwelchen Leuten, die uns damit manipulieren, sondern einer Simulation, die wir selber uns zunutze machen, damit wir erleben können, einer Erlebniswelt, die aber eher virtueller Natur ist als realer Natur. Wer sich sowas nicht vorstellen kann, der soll sich einfach mal ein Computerspiel angucken. Das ist eine exakte Kopie dessen, wovon ich gerade rede. Eine virtuelle Welt, basierend auf Nullen und Einsen und Schwingung, Energie. Und meiner Meinung nach liegen wir halt eben nicht in irgendwelchen Tanks, wie das in Filmen gezeigt wird, sondern wir sind halt eben auch nicht materiell. Wir sind Bewusstsein. Es ist nicht materiell. Dieses Bewusstsein hat allerdings die Lage, sich alles, aber auch wirklich alles, was es sich vorstellen kann, real erlebbar zu machen. Und zwar Schönes wie Unschönes. Und das tun wir jeden Tag. Diese Fähigkeit nutzen wir jeden einzelnen Tag in einer so schlafwandlerischen Sicherheit, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Aber wenn man sich die Mechaniken mal anguckt, dann fällt es irgendwann wie, und dann erkennt man auch Zusammenhänge
und wie eins zum anderen führt und wie gewisse gewohnte Reaktionen eventuell nicht wirklich dienlich sind in Bezug auf das, was wir eigentlich erleben möchten. Wenn ich friedlich leben möchte, dann lohnt es nicht, dann ist es nicht dienlich, mich auf jede Streitigkeit einzulassen. Zum Beispiel. Mich provozieren zu lassen. Und ja, es gibt da wirklich gute Sparringpartner, die dir helfen, wirklich dann auch darin immer besser zu werden. Es gibt Leute, die können so provozieren, das konntest du dir vorher überhaupt gar nicht vorstellen, dass man so provozieren kann. Aber danach weiß es auch. Und der Nächste, der kommt, der muss das auf jeden Fall schon mal wieder toppen. Um dich aus der Fassung zu bringen. So, und das ist eine Geschichte voller Mindblows, die mit der Form der Erde, ob die jetzt flach oder rund oder hohl oder massiv oder es sind alles Vorstellungen. Keiner von uns war bisher in der Lage, irgendetwas davon von außen zu sehen. Zumindest nicht die Leute, die sich dieses Video hier gerade reinziehen oder diesen Podcast. Wir haben uns geeinigt, beziehungsweise da haben wir uns ja nicht gefragt, ob wir da, man hat uns in Kenntnis gesetzt, dass wir hier auf der Erde sind. Jeden Einzelnen von uns zu seiner eigenen Zeit. Aber irgendwann kam die Frage auf und oftmals, bevor die Frage überhaupt aufkam, wussten wir schon, ja, wir sind hier auf der Erde. Hat das mal einer hinterfragt? Wo kommt das eigentlich her? Zumal auch das ja schon wieder relativ ist, weil andere Leute sind hier en el tierra, andere Leute sind hier in the world, selbst die kann man dann Earth nennen oder wie auch immer, Pachamama. Wo wieder bei dem, auch wieder so ein Ding, ne? Pachamama, Mutter Erde. Das ist auch, da gibt es einen Kult, der sehr wirksam offensichtlich gerade auch ist und effektiv, weil dieser ganze wir müssen Mutter Erde retten, Knummel, ja letztendlich auch wieder eine Agenda hat. All das, was im Fernsehen kommt, läuft einer Agenda ab. Oder nach. Und sollte man sich auch einfach mal erlauben, es so zu sehen, schafft viel Klarheit. Muss keiner, aber kann man mal machen. Ist nicht gefährlich. Ist tatsächlich sogar eher, dass man da nichts zu verlieren hat und tatsächlich was gewinnen kann. Aber mache jeder für sich selber. Weiter hat mir dann zum Beispiel geholfen, mir die Treespiracy anzugucken. Also das ist halt auch so ein Thema. Weiß nicht, wer das jetzt hier schon alles mitbekommen hat, aber wenn es für euch gerade erstmal total abstrus klingt, schaut euch einfach mal ein paar Videos darüber an. Da werdet ihr für diese Sachen, von denen ich jetzt erzähle, kein halbes Jahr euch irgendwas angucken müssen. Also ihr kommt überhaupt gar nicht mehr drum rum, es jemals wieder anders zu sehen. Das ist das so Geile. Also ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, der die Videos gesehen hat und danach nicht die Welt völlig anders, aus einer anderen Perspektive gesehen hat. Und das ist halt eben die Theorie, das ist noch nicht mal eine Theorie, dass es auf der Erde mal Bäume gegeben haben muss, die gigantisch groß waren, von denen es heute keinen einzigen mehr gibt. Aber halt eben die Baumstümpfe, die man uns für eine Weile sehr erfolgreich einfach als Berge verkauft hat.
just in diesem Moment blicke ich gegenüber auf den Bildschirm und sehe einen solchen Baumstumpf. Das ist Synchronizität, ich rede gerade davon, aber es kommt gerade in dem Moment ein genau solches Bild in dem Video dieser Musik. Es ist krass, wie du danach durch die Welt fährst und auf einmal da wieder was siehst, wo du denkst, Scheiße, das habe ich nie gesehen. Dann viel sehr spitzfindigen, und das sind ja alles Sachen, die wir früher aus unserer Ameisenperspektive überhaupt gar nicht sehen konnten. Weil das Sachen sind, die viel größer sind als wir, auf denen wir rumlaufen. Und ohne die nötige Distanz nicht erkennen können. Und wenn du den Devil's Tower zum Beispiel, diesen Alienberg in Amerika, halt eben bisher immer nur von unten gesehen hast und nie in Frage gestellt hast, was dir gesagt wurde, nämlich das Ding, dass das Ding vulkanischen Ursprungs sei und sich da so aufgebaut hat. Also kann man einfach nicht mehr für bare Münze nehmen, wenn man das einmal gesehen hat. Aber halt auch eben teilweise, das ist ja nicht nur der Devil's Tower, es gibt halt eben riesengroße Inseln, die gekappte Baumstümpfe sind, wenn man sich das mal aus der Vogelperspektive anguckt. Und diese Perspektive bekommen wir seit geraumer Zeit geboten über Videos in 4K, die von Drohnen gemacht wurden. Die uns auf einmal eine neue Perspektive ermöglichen, nämlich eine Weitsicht, die vorher sehr exklusiv Fliegenden vorbehalten war. Wobei das da auch schon echt strange ist, dass denen das vorher nicht aufgefallen ist. Aber gewisse Sachen müssen halt vielleicht überhaupt erstmal, ja, wenn du das einfach nie in Frage stellst, dass du kommst nicht drauf. Du kommst einfach nicht drauf. Ja, dann war das die Treespiracy. So, also wer das hier auf YouTube ist. Ich habe auf YouTube. Ich weiß nicht, ob ihr die finden könnt. Ich habe eine Playlist. Könnt ihr bei mir Playlisten an? Da gibt es eine Playlist, die heißt Mind Blow. Und da habe ich etliche dieser Videos einfach drin aufgelistet. Und wenn ich eins finde, packe ich es auch immer noch gern da rein. Und dann gibt es halt eben ganz andere Sachen noch, die auch zum Beispiel halt die mit diesen Gebäuden klassizistischer Architektur. Das, was wir heute als römisch oder griechisch verkauft bekommen, als altertümlich, die aber bei genauerer Betrachtung im Ganzen alle eine ganz andere Geschichte erzählen. Also vor allen Dingen, also wir sind, glaube ich, noch nicht so ganz in der Lage, diese Geschichte zu verstehen, weil uns da halt eben ganz bestimmte Informationen fehlen, um sie klar greifen zu können. Aber diese Geschichte erzählen vor allen, diese Gebäude erzählen vor allen Dingen in Neonbuchstaben eine Geschichte davon, wie wir belogen worden sind. Wer das nicht kennt, diese Playliste, ich gucke, dass ich hier unter dem Video einfach verlinke, dann findet ihr Zugang zu allem. Wenn es euch interessiert, ne? Aber wenn ihr wissen wollt, wovon ich hier gerade rede, damit es nicht einfach nur wirre Worte und Spinnerei für euch sind, sondern dass das alles auch Sinn ergibt, was ich hier sage, schaut euch das einfach mal an. Und, bitte, 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 wirklich, das ist ganz wichtig dabei, wisst, dass alles, was ihr dann da seht, auch wieder nur eine Perspektive von ganz vielen möglichen auf
ein bestimmtes Thema ist. Ne, ich habe jetzt auch wieder Leute mitbekommen, die dann halt eben von diesen Sachen mitbekommen, total geflasht waren und das jedem unter die Nase reiben mussten. Nein, nein, ladet ein, aber hey, mach mal langsam. Noch gibt es hier keine große Wahrheit zu verkünden. Bis hier sind wir gerade erstmal einfach dabei, die Fehler im Bild zu erkennen, darauf hinzuweisen. Und das Coole ist, finde ich, dass halt eben die Leute auch, die das so präsentieren, dabei auch entsprechend bescheiden bleiben und kleine Brötchen backen. Okay, der Russe mit dem ersten Video über die Truespiracy vielleicht nicht. Der geht ziemlich aggressiv, finde ich, gegen Wissenschaftler an, was andere aber zum Beispiel schon mal gar nicht nötig haben. Die schaffen das, diese neuen Perspektiven einfach zu zeigen, ohne irgendjemanden, der das nicht sieht, zu beleidigen. Oder der das vielleicht auch gerade gar nicht sehen möchte, weil ich glaube, viele Leute auch gerade schon längst begriffen haben, dass unsere Realität halt sich eben wirklich nach unseren Gedanken richtet und deswegen jeder für sich selber aussuchen sollte, was er glaubt. Und es geht sowieso nicht anders. Aber wäre halt eben cool, wenn wir uns mal alle wieder erlauben würden, mal jeder zu glauben, was er gerade will. Dass wir den Leuten unseren Glauben nicht aufdrängen, weil es ist so dramatisch, wenn wir das tun. Weil wir damit ja auch unsere Ängste den Leuten aufdrängen. Und unsere Probleme, für die wir keine Lösungen haben. Das ist halt auch einfach was, wo wir ganz anders auch miteinander umgehen können. Und auch mit uns selber. Und das ist eigentlich auch gar nicht so schwer, da muss man einfach nur mal mit anfangen. Also ist nicht so, als könne das keiner. Wir haben das halt einfach anders gelernt, sind das anders gewohnt, aber das heißt ja nicht, dass wir uns nicht umgewöhnen können. Und da hilft mir im Moment so einfach meine sogenannte 21-Tage-Challenge mit dem Wissen darum, dass ich mir, egal was ich mir wirklich angewöhnen möchte, mir innerhalb von 3 Wochen angewöhnen kann. Maximal. Wenn ich es wirklich will, dann kann ich das viel schneller. Und trotzdem ist es, bis es eine Gewohnheit geworden ist, bis es routiniert sitzt, dauert es ungefähr 3 Wochen. Und ich muss auf jeden Fall jetzt noch so einen Stift besorgen. Das wollte ich eigentlich heute machen, aber da wir jetzt doch nicht zum Müll fahren, fahren wir auch nicht einkaufen, also werde ich den Stift heute nicht bekommen. Aber ich habe hier halt so eine schöne weiß gekachelte Wand über dem Ofen, auf der ich mit so einem abwischbaren Stift wie mit einem Whiteboard einfach mir kurz notieren kann, was ich heute ändere. Und dann einfach 3 Wochen später nochmal die Möglichkeit habe, mir genau anzugucken, was hast du vor 3 Wochen geändert? Wie sieht das jetzt aus? Wie denkst du jetzt darüber? Weil das sehr, sehr interessant ist. Auch diese Gedankenwandel mitzubekommen. So, und ey, da ist die flache Erde und die fehlenden Bäume und die Gebäude noch gar nichts. Wenn du dann hinter die Möglichkeit, hinter die Option kommst, dass es sein könnte, dass von der Geschichte, die man uns in den Schulen beigebracht hat, locker mal einfach 1000 Jahre erfunden sind, um uns was ganz Bestimmtes heute vorspielen zu können, um uns damit aber auch am Wickel zu haben und uns ausnutzen zu können bis zum Gehtnichtmehr. Dass sie einfach mal 1000 Jahre erfunden worden sind.
und dann halt auch sehr komisch ist, dass es keine afrikanische Geschichte gibt. Der reichste an Naturschätzen und Vielfalt reichste Kontinent der Erde hat offensichtlich keine Geschichte. Bis auf da oben links, ein bisschen oben rechts da Ägypten. Auch sehr interessant, ist auch in der Mindblow-Playlist drin, war das biblische Kanaan, das heutige Südafrika. Kann das sein, dass man uns da eine Story erzählt, dass man um zum Beispiel die Weisheit der Bibel zu verschlüsseln, die ja offensichtlich kodiert ist. Also, ne, wenn man jetzt irgendwie ein Beispiel suchen würde für Klartext, da würde kein Schwein auf die Idee kommen, die Bibel zu nennen. Und das eigentlich bei einem Opus, bei einem Werk, das eben die Bibel ist, das quasi die Richtung leiten soll, das uns führen soll. Das eigentlich exakt Klartext enthalten sollte als solches. Und das ist halt eben einfach quasi gar nicht gegeben. Und das ist halt eben offensichtlich nicht ganz unabsichtlich so. Also man kann das wirklich offen sehen, wenn man denn da mal hingucken möchte. Und wenn man halt eben aus der Illusion, dieser Illusion, ich rede jetzt nicht aus der Matrix, sondern einfach nur aus diesem bescheuerten Film raus möchte. Der findet in den von mir genannten Videos oder halt auch Themen da gerade sehr gute Ausstiege. Das hilft extrem dabei, das alles wirklich nicht mehr ernst nehmen zu können. Und wenn man das einmal an dem Punkt ist, dann merkt man auch, dass man das offensichtlich auch überhaupt gar nicht ernst nehmen muss. Dass wir zwar ewig drauf getrimmt sind, aber dass man eben trotzdem offensichtlich möglich ist, ganz anders zu denken, ganz anders wahrzunehmen. Und dann stellt sich die Frage, warum man das nicht tun sollte. Eigentlich stellt sich irgendwann die Frage, warum man das nicht die ganze Zeit getan hat. Da ist aber halt eben eine sehr gute Erklärung da. Man hat wirklich alles dafür getan, damit wir es nicht tun. Und das ist bis heute so. Oder bekommt ihr die Anregungen, die ich gerade gebe, aus dem Mainstream? Also ich habe da noch nicht wirklich viel dergleichen gesehen. Also eigentlich gar nichts. Und das ist halt der Punkt, warum ich mich aus dem Mainstream, von diesem ganzen Mainstream-Geblende gerade mal einfach, ich bin regelrecht allergisch dagegen vor einer Woche geworden. Ich krieg so ein, sobald ich so ein irgendwo, so bei eins von diesen Schlagwörtern aus dem Mainstream, weg, fischi, 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 weg. Ja, das wollte ich mal erzählt haben, weil ich es erzählenswert finde. Wenn ihr der Meinung seid, dass das anderen eventuell ja helfen könnte, teilt dieses Video gerne. Bloß weil ich jetzt nicht mehr in diesen Netzwerken drin bin, heißt das ja nicht, dass die Gedanken da nicht trotzdem drin landen können. Ich will nur nicht mehr drin sein. Teilt es mit Freunden. Chillt mit ihnen ein Stündchen. Und fragt sie dann, also zu diesem Video, was sie dazu denken. Und dann chillt gerne. Ich, wie gesagt, ich werde den Link in die
Videobeschreibung packen. Und guckt einfach mal. Guckt einfach mal, wenn ihr interessiert seid, was hinter diesen Türchen zu finden ist. Und dann schreibt gerne in die Kommentare, nicht nur unter diesem Video, sondern auch unter den Videos, die ihr euch dann anguckt, was euch dazu durch den Kopf geht, wenn euch dazu was durch den Kopf geht. Bis auf, wenn euch durch den Kopf geht, das ist Blödsinn, das Spiel, dann schenkt es euch einfach. Dann habt ihr nicht verstanden, warum ich das gerade beworben habe, mal anzugucken. Ja, wie gesagt, sind die Dinge, die mir gerade wahnsinnig helfen, bei sehr populären Problemen da eine Lösung für mich zu finden. Und das gebe ich halt einfach unheimlich gerne weiter. So, und das soll es aber sein. Für nichts anderes habe ich überhaupt je Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Ich wollte einfach nur immer weiter Teil an dem haben lassen, was mir gerade hilft, ein besseres Leben zu leben. Ja, ich fühle, dass wir langsam am Ende dieser chilligen Runde angekommen sind. Und es ist noch nicht mal ein Stündchen. Schön, wir überziehen heute offensichtlich nicht. Ich wünsche euch auf die mir wohlbekannte Art und Weise den Frieden. Ah, guck mal, wie eure Vorstellungskraft arbeitet, ne? Wenn sie denn weiß, wie ich den Frieden normalerweise wünsche. Ansonsten, wenn ihr nicht wisst, weil ihr neu seid oder sonst irgendwas, wie ich den Frieden wünsche, guckt eins meiner anderen Videos, da mache ich das mal hier. Am Ende jeden Videos wünsche ich euch den Frieden. Sagt dabei Tschüss mit F. Habt euch lieb, lasst euch gut gehen. Und vielen Dank für euer Interesse. Bis nächstes Mal.